Ja, meine lieben Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer, Sie wissen, ich habe seit Beginn meiner Amtszeit mich mit zwei Themen beschäftigt. Das eine ist die lokale Demokratie und das andere ist die Identität unserer Stadt. Ich habe ein paar kleine Projekte auf den Weg gebracht zu diesem Thema. Interessante Menschen in interessanten Häusern, auch mich historisch ein bisschen auseinandergesetzt mit der Geschichte von Rüsselsheim. Und jetzt gibt es eigentlich zwei weitere kleine Reihen. Und die erste Reihe wird sein, ein Blick von Unternehmerinnen und Unternehmern auf unsere Stadt. Leute, die in Rüsselsheim oder auch die aus Rüsselsheim sind, unternehmerisch tätig sind, etwas Neues gebracht haben. Ja, einfach nochmal diesen Blick aus der Ökonomie heraus auf unsere Stadt. Das will ich mir mal ein bisschen näher angucken. Da habe ich interessante Gäste. Der zweite Blick wird aber sozusagen das andere Spektrum sein, und zwar der Blick der sozialen Vereine und Institutionen in Rüsselsheim. Der Blick Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren im sozialen Bereich auf unsere Stadt, auch das gehört zu unserer Identität. Wie bringen sich Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer ein? Das will ich ein bisschen beleuchten mit kleinen kurzen Filmen. Ich freue mich selber drauf und ich hoffe, Sie freuen sich auch drauf. Aus der Reihe Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihrem Blick auf unsere schöne Stadt Rüsselsheim beginne ich jetzt als Stadtverordnetenvorsteher mit der Ersten, die dazu bereit ist und sich auch schon freut, das hat sie mir gesagt. Das ist Franziska Weise. Ja, wie soll es in Rüsselsheim anders sein, wenn man mit Unternehmerinnen und Unternehmern redet? Da ist es ideal in unserer Stadt, wenn man jemanden nimmt, der mit Mobilität zu tun hat. Und das ist hier der Fall. Es kommt noch sogar eins drauf, eine Ingenieurin. Aber viel mehr will ich nicht verraten, sondern Franziska, es wäre am besten, du stellst dich mal selbst kurz vor. Erstmal, was ist so dein persönlicher Hintergrund? Und dann kommen wir mal zu deinem Unternehmen. Du bist ja Unternehmerin. Und vielleicht sagst du dann auch noch ein bisschen dazu, wie ist es dazu gekommen, Unternehmerin zu werden? Und die etwas weitergehenden Fragen machen wir dann im Anschluss. Sehr gerne. Bitte. Super. Ja? Erstmal vielen Dank, Jens, dass ich dabei sein darf. Gerne. Als Erste sogar in der Reihe. Genau, du hast es gesagt, mein Name ist Franziska Weise. Bin geboren und aufgewachsen in Rüsselsheim. Hier die gesamte Schulbahn gemacht in Rüsselsheim. Genau. Rüsselsheimer Mädchen. Rüsselsheimer Mädchen, so kann man sagen. Ja, ja. Genau, und habe dann den Weg auch zum Ingenieurstudium gegangen, habe internationales Wirtschaftsingenieurswesen hier an der Hochschule Rhein-Main auch studiert, hier? Auch hier, mhm. Dual damals, also habe parallel eine Ausbildung gemacht und dann das Wirtschaftsingenieurstudium vorangetrieben und habe auch da schon, also meine gesamte Familie, natürlich, wie kann es anders sein, Opel-Bezug, Automotive, Mobilität, im Blut gehabt, habe mich aber dann zum vielleicht ein bisschen Frustrationslevel meines Vaters gegen Opel entschieden damals und habe damals schon gedacht, okay, Mobilität muss nicht nur Auto sein und habe in der technischen Beratung im öffentlichen Verkehr angefangen und da so geschaut, was kann Mobilität bedeuten und diese Frage hat mich so komplett durchgezogen, bis hin vielleicht hier zu dem, wo wir nachher noch drüber sprechen, zu eine neue Form der Mobilität. Sehr gut. Vielleicht noch ein, zwei kurze Sätze dann, wie es zur Unternehmensgründung zu deinem Unternehmen kam. Und was darüber hinausgeht, machen wir dann im Anschluss. Machen wir im Anschluss. Ja. Genau, also wie eben schon gesagt, mich hat schon von klein auf umgetrieben, was Mobilität bedeuten kann. Ne? Ja. Weil es war immer wichtig für meine Familie, im Mobilitätssektor zu sein. Aber es bedeutet nicht nur mit einem Auto von A nach B zu fahren, oder, ne? Sondern was kann es noch mehr bedeuten? Und dann tatsächlich, vielleicht der prägende Moment war damals, als meine Oma an Demenz erkrankt ist und man dann gemerkt hat, Mobilität heißt nicht nur, selbst mobil zu sein, sondern auch, dass Dinge für einen vielleicht mobil sein können oder andere für einen mobil sein müssen auch ein Stück weit. Also nicht das individuell im Auto sitzen, wie wir das alle kennen und dahin fahren, sondern es ist ja ein bisschen größerer Bereich.
Und das finde ich auch interessant, dass du sozusagen aus der Familie heraus dann mit dieser Erfahrung dem Menschen sagst, oh, wir müssen uns auch mal um die kümmern. Also die, genau, die müssen ja auch mobil sein oder wollen noch mobil sein. Ja? Genau, und dann über die Zeit, wie kann man jetzt dieses Mobilitätsbedürfnis decken, sind dann diese verschiedenen Mobilitätsgestaltungen dazu gekommen. Das heißt, wie du sagst, nicht nur selbst mit dem Auto von A nach B zu fahren, sondern man kann genauso gut, auch wenn so schönes Wetter ist wie heute, vielleicht mit einem Fahrrad von A nach B fahren. Ja, klar. Oder wenn man nicht selbst fahren muss, aber andere in der Umgebung zum Beispiel auch zum Einkaufen müssen. Ja? Warum nicht zusammen zu dem Ziel fahren? Oder dann der Fall, wenn man nicht selbst mobil sein kann oder möchte, dass wenn ich einkaufen bin, ich die Dinge dieser Person mitbringen kann. Mhm. Und dann bin ich praktisch für die andere Person mobil und bringe die Dinge des persönlichen Bedarfs mit. Ja. Und das sind die verschiedenen Grundbausteine, die ich dann in Carré Mobility zusammengefasst habe. Mhm. In der Kombination damit, dass es auch so einfach wie möglich sein soll. Also Menschen wirklich mitnehmen und auch in dem digitalen Medium, was wir als Grundlage nehmen, mitnehmen. Wir machen Einführungsveranstaltungen vor Ort, dass Menschen diese vielleicht auch gefühlte Hürde überspringen können und dann so neu mobil sein können. Mhm. Vielen Dank für diesen Einstieg, für den ersten Blick auf dich als Unternehmerin, aber auch schon ein bisschen, was du tust. Und gleich erfahren wir mehr über das Thema und vor allem auch, wie du Rüsselsheim siehst. Sehr gern. Franziska Weiser, wir haben schon ein bisschen was über dich erfahren. Jetzt wollen wir aber noch mal ganz genau wissen, was ist denn Carré Mobility? Das ist dein Unternehmen. Das ist übrigens nicht nur, das hast du mir schon mal gesagt, nicht nur in Rüsselsheim sitzt, sondern in Berlin. Also wir sind da ganz breit aufgestellt. Seit neuestem auch im Berliner Viertel. Aber ich will nicht zu viel sagen. Erzähl einfach mal, dass man wirklich versteht, was steckt hinter diesem Unternehmen. Sehr gerne. Genau. Also Carré Mobility ist eine Mobilitätsplattform, die wir geschaffen haben, um eine vielseitige und vor allem nachhaltige Mobilität vor die eigene Haustür zu bekommen. Das heißt, wir bieten über eine App ein Carsharing an, also Autos, Lastenräder, Fahrräder und Roller, die in einem Mobilitätsmix sozusagen vor der eigenen Haustür, das heißt kurze Wege, angeboten werden. Die können über die App gebucht werden, geöffnet werden. Also ganz platt, jeder kann sich die App runterladen und dann geht's los. Genau, ist in normalen gängigen App Stores, also der Google Play Store oder der Apple App Store unter Carré Mobility, kann man sich hier runterladen, kann sich registrieren, bucht das Fahrzeug, geht zum Fahrzeug, kann über die App das öffnen und kann sozusagen losfahren. Und dieses Sharing verbinden wir mit einem Mitbringdienst, ich hatte es vorhin draußen erwähnt, der Hintergrund, um darüber sozusagen die Dinge des persönlichen Bedarfs sich mitbringen zu lassen von Leuten aus der Gemeinschaft, aus der Nachbarschaft. Und derjenige, der die praktisch jetzt jemandem anderen etwas mitbringt, der bekommt dafür auch ein finanzielles Dankeschön. Okay. Alles über die App. Und ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen alles App und es ist digital und so weiter. Genau deswegen haben wir Einführungsveranstaltungen in den Quartieren. Also wenn jetzt meine Eltern, die sind über 80, wenn die jetzt kämen zu dir, genau. Dann kriegen die haben zwar ein Smartphone, aber da haben sie auch schon ein bisschen Angst, ne, was das alles kann und nicht kann. Genau. Die Ängste werden da genommen bei denen. Ganz genau, das ist ganz elementar, das ist für uns wichtig, weil das Mobilität für jeden und jede, jeder Mann und jede Frau sein soll. Und daher diese festen Sprechstunden auch in den Quartieren, immer mittwochs und donnerstags, 16 bis 18 Uhr. Da kann man hingehen, kann Fragen stellen, man kriegt eine Einführung wirklich in die App. Wie funktioniert das, wie muss ich mich da registrieren, wie funktioniert auch der Buchungsprozess. Da stehen wir auf jeden Fall mit Rat und Tat beiseite und wollen da helfen, dass auch wirklich jeder oder die Barriere, diese neue Mobilität zu nutzen, so klein wie möglich ist. Mhm. Aber nochmal, das klar ist, dein Unternehmen sitzt in Rüsselsheim und auch in Berlin, das ist richtig. Ja? Genau, Rüsselsheim war sozusagen die Geburtsstunde, da hat alles angefangen und jetzt, dann haben wir uns umgeschaut und in Berlin ist ja so Innovationshochburg, sagt man, Startup-Place, haben wir uns dann auch dort niedergelassen und sind jetzt in der Symbiose von Großstadt, von dem Ganzen und ganz, ganz wichtig, Rüsselsheim als Mittelzentrum ist für uns ein ganz wichtiger Bestandteil, weil wir keine Mobilitätslösung für die Großstadt sein wollen. Wir nutzen sozusagen die Innovationskraft aus Berlin. Wir haben die Entwickler in Berlin sitzen. Okay. Und möchten aber eine Lösung schaffen für Mittelzentren, genau wie Rüsselsheim 1 ist. Und damit eine Mobilität schaffen, wo momentan diese ganzen neuen Mobilitätslösungen noch nicht sind. Rüsselsheim, Stichwort. Wir schrauben jetzt mal ein bisschen zurück. Wir kommen gleich nochmal zu deinem Unternehmen und zu den wirtschaftlichen Aspekten. Nochmal, du bist Unternehmerin. Du hast in Rüsselsheim was gestartet als Unternehmerin. Aber du bist ja, du hast es schon geschildert, hier in Rüsselsheim aufgewachsen.
dein jetzt erstmal ganz persönlicher Blick auf Rüsselsheim. Was bedeutet jetzt jenseits aller Wirtschaft, aller Unternehmen, was bedeutet für dich Rüsselsheim? Ja, Rüsselsheim bedeutet für mich Heimat. Ich habe einen ganz familiären Blick auf die Geschichte. Ich hatte es gesagt, okay. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen. Meine Familie ist hier. Also genau, sehr, sehr familiärer Blick. Die haben alle auch einen Bezug zu Opel, hast du mir gesagt? Richtig, ja, die ganze Familie für Opel gearbeitet oder in der Automobilbranche gearbeitet. Ich bin so den Weg rausgegangen, ein bisschen einen Blick nach oben gelenkt oder was anderes mir angeschaut, mit dem, was ich gesagt habe, der öffentliche Verkehr, was kann Mobilität noch bedeuten. Und durch diesen Exkurs, ich war auch in Amerika, habe dort studiert, gearbeitet, habe so ein bisschen den Blick nach oben, aber ich komme immer wieder auf Rüsselsheim zurück und ich sehe ein unglaubliches Potenzial in Rüsselsheim, gerade in der aktuellen Bewegung. Wir haben, ich glaube, Rüsselsheim ist die Stadt momentan in Deutschland und europaweit, die höchste Ladeinfrastruktursdichte zum Beispiel hat. Ja? Und nur ganz kurz, bevor wir wieder zu den Wirtschaft kommen. Also machen wir es mal so, du bekommst Besuch von Freunden, die kennen Rüsselsheim gar nicht. Was machst du mit denen? Also die sind jetzt bei dir daheim und sagen, hier Rüsselsheim, was geht denn hier? Ja? Was machst du denen? Was zeigst du denen? Wie vermittelst du deine Heimat? Ja, also erstmal passiert das relativ häufig, dass ich Leute nach Rüsselsheim einlade. Okay. Oder wenn ich auch in Berlin bin oder woanders und sage, ich komme aus Rüsselsheim, ist häufig so, Rüsselsheim. Und dann, da, wo Opel herkommt. Genau. Ja. Und wenn die dann auch vorbeikommen, das ist so die Standardtour, die ich so mache, ist auf jeden Fall die Festung. Okay. Ja. Das Café in der Festung, toller Platz. Der Ostpark mit den Waldbärmütchen zum Beispiel, also das, was man da gut verbinden kann. Und dann, ich bin ein Rindkind, auf jeden Fall Rind ist auch immer dabei. Gibt viele schöne Flecken und ich habe so manchmal das Gefühl, wenn man mit Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer spricht, die verstecken sich so ein bisschen, wenn man sagt Rüsselsheim. Aber Rüsselsheim hat wirklich was zu bieten und ich versuche das auch immer. Aber dieses Verstecken, das hört man oft, das ist interessant, dass du das auch sagst. Ja. Genau, und wir müssen uns nicht verstecken, wir sind, glaube ich, gerade dabei, ein neues Rüsselsheim zu schaffen, was Positives zu schaffen. Ich meine, das System steht für Vielfalt, für alles. Das kann man nach außen transportieren. Und auch die Leute, die herkommen, ob das jetzt aus Frankreich oder aus Berlin oder auch aus Japan ist, die sagen, das ist eine tolle Stadt. Ja? Also man kann da viel zeigen. Ja, das stimmt. Das sehe ich ganz genauso. Aber jetzt kommen wir dann wieder von dem persönlichen Blick auf den Blick der Unternehmerin. Und da geht es ja immer um den Wirtschaftsstandort. Der Wirtschaftsstandort Rüsselsheim. Wie würdest du als Unternehmerin den Wirtschaftsstandort Rüsselsheim beschreiben? Was macht den aus? Und natürlich auch spezifisch für deine Belange, für dein Unternehmen. Ja, Wirtschaftsstandort Rüsselsheim. Wenn man es zusammenfasst, im Herzen des Rhein-Main-Gebiets, zentral gelegen, super ÖV-Anbindung. Man ist schnell überall, aber man kommt auch von überall schnell nach Rüsselsheim, darf man nicht vergessen. Stimmt auch, ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann für uns als Carré sehr wichtig ist das Thema Mittelzentrum. Ich habe es gesagt, wir wollen eine Mobilitätslösung nicht für die Großstadt schaffen, sondern für Wohnquartiere in Mittelzentren, also mittelgroße Städte. Da ist Rüsselsheim eine super Blaupause für. Ja. Wir haben tolle Partner in Rüsselsheim, tolle Unternehmen in Rüsselsheim, sei es jetzt die Gebobau, die man hier nennen muss. Ja. Oder auch, genau, aber da kommen wir, glaube ich, nochmal zu. Ja. Das ist ein Punkt, zentrale Lage. Und genau, ich hatte es eben gesagt, die Stadt Rüsselsheim hat eine Grundlage geschaffen für neue Mobilität, mit dem sie diese Vielzahl an Ladepunkten geschaffen hat. Okay, ganz wichtig. Haben wir jetzt ganz aktuell gemacht. Ja. Genau, ja, richtig, ja. Das muss man sich vor Augen führen. Das ist deutschlandweit die dichteste oder die höchste Dichte an Ladeinfrastruktur in einer Stadt, die es überhaupt gibt. Also das ist eine sehr gute Grundlage. Und klar, es ist jetzt so, dass nicht alle ständig genutzt werden, aber das wird kommen. Mhm. Wenn man sich die Zulassungszahlen anschaut, die Elektromobilität wird kommen. Ob man jetzt davon überzeugt ist, dass es batterieelektrisch sein muss oder nicht, da bin ich auch, da kann man drüber diskutieren. Ja? Ob nicht vielleicht Brennstoffzelle, Wasserstoff auch eine gute Lösung ist. Aber das ist mal dahingestellt. Das ist geschaffen und das ist, bietet für uns auch jetzt Carré eine tolle Lösung, weil wir ja überlegen mit der Stadt zusammen auch und den Stadtwerken, dass man sagt, man nimmt diese Grundlage, die Ladeinfrastruktur und baut drumherum Mobilitätsstationen auf.
die wir jetzt Wellensee-Platz Berliner Viertel damit anfangen. Mhm. Und das ist für uns ideal. Ja. Super. Aber da sind wir eigentlich schon bei meiner nächsten Frage. Vielleicht kannst du nochmal, du hast es im Prinzip schon beantwortet, aber was sind denn nochmal so die strukturellen Faktoren in Rüsselsheim, die dir vielleicht besonders entgegenkommen oder die auch vielleicht mal herausfordernd sind? Das kann ja auch mal sein. Ja, das heißt, da muss ich jetzt mit meiner Idee muss ich gucken, dass ich da an der Stelle hinkomme. Mhm. Aber vielleicht erstmal, was sind denn so die Strukturen? Du hast jetzt praktisch eine schon genannt. Was sind die ökonomischen, die sonstigen Faktoren, wo du sagst als Unternehmerin, das war mir besonders wichtig oder das konnte ich sehr gut nutzen? Ja. Absolut. Also was ich da nochmal sagen will, ist auf jeden Fall die ÖV-Anbindung, auch die Abdeckung innerhalb der Stadt. Ladeinfrastruktur ist ein wichtiges Thema. Also auf Deutsch gesagt, du gehst an den Bahnhof und die S-Bahn, die kommt alle paar Minuten, kommst überall hin. Ist ja? Super. Ja, bist überall. Kommst aber, wie gesagt, nochmal, ist auch die Argumentation von vielen Russen-Zimmern, so, ich bin ja schnell überall. Ja. Ist aber genauso, andersrum genauso. Man ist auch von überall schnell in Rüsselsheim. Auch ein wichtiger, also nochmal, wichtiger Punkt. Genau, das ist ein Faktor. Wir haben mit der Hochschule ein tolles Thema vor Ort. Junge Leute, genauso gut. Menschen im besten Alter, die da sind, diese Generationsspanne ist für uns auch sehr wichtig. Rüsselsheim ist eine junge Stadt, ja. Ist eine junge Stadt, ja. Aber wir haben natürlich auch mit den anderen Anlagen auch, also diese Diversität an der Stelle auch, diese Generationsspanne ist auch für uns wichtig, gerade für das Thema Mitbringdienst. Ne? Mhm. Wir haben gelernt, dass gerade auch junge Familien da gerne das Ganze nutzen. Ach ja, wir haben also eine heterogene Situation in Rüsselsheim, die wir sehr gut nutzen können für das Geschäftsmodell. Gibt es irgendwas, was du dir noch wünschen würdest, wo du sagst, also es gibt noch eine Sache, das habe ich in anderen Städten vielleicht gesehen, da gibt es irgendwas? Vielleicht, dass man sich schneller was traut. Okay. Also man mehr Mut. Mehr Mut, Dinge auch in Rüsselsheim umzusetzen. Also wir haben tolle Partner, mit denen wir das gemacht haben, die uns geglaubt haben, Gebobau als einer der Ersten gesagt haben, ja, wir machen das im Quartier, wir machen das gemeinsam. Super, da habe ich diesen Mut gesehen, das voranzutreiben. An anderer Stelle ist diese Grundlage geschaffen worden, ja, aber jetzt den großen Schritt zu gehen und zu sagen, ja, wir machen das, weil wir hinten dran stehen. Interessanter Hinweis. Du hast schon ein paar Institutionen genannt oder auch Firmen, städtische Gesellschaften, Eigenbetriebe, du hast die Stadtwerke genannt, du hast die Gebobau genannt. Was gibt es denn noch für Institutionen, Vereine, Gruppierungen, die hilfreich sind für dich als Unternehmer hier in Rüsselsheim? Ich denke mal wahrscheinlich der Gewerbeverein, ganz um einen noch zu nennen, ja. Aber vielleicht gibt es ja noch zwei, drei. Wer wäre da noch zu? Das hast du mir jetzt vorweggenommen, genau. also grundsätzlich möchte ich sagen, dass man hier in Rüsselsheim momentan ein tolles Momentum fühlt. Mhm. Es ist viel, das gerade angeschoben wird. Und ich glaube, dass dieser Mut, den ich gerade gesagt habe, der kommt jetzt. Ja? Also ich glaube, wir sind genau im richtigen Moment, um eine Innovation zu schaffen und vielleicht auch der Stadt dadurch eine neue Identität zu schaffen. Ne? Also interessant, ja. Genau, innovative neue Identität zu schaffen. Jetzt glaube ich dir noch mal was von der Autostadt zur Mobilitätsstadt. Genau, das heißt schön. Ja, genau. Genial, also das bringt es einfach nochmal auf den Punkt. Ja. Genau. Ja. Und die da auf jeden Fall eine treibende Rolle spielen, ist die Wirtschaftsförderung, mit der wir einen engen Austausch haben. Der Gewerbeverein, ganz zentral, die viel anstoßen, die auch innovative Methoden jetzt anwenden, um sowas in die Breite zu tragen. Ganz wichtig. Dann, Gebobau haben wir genannt, Stadtwerke haben wir auch genannt schon. Das sind wichtige Player. Aber auch zum Beispiel Alexander Höbig, der was ganz Tolles momentan vorhat, dass der auch jungen Unternehmern die Chance bietet, was aufzubauen. Gleiches Thema mit dem Maximilian Dünkel, mit der Motorworld. Ganz spannendes Thema. Opel-Altwerk, jawohl. Opel-Altwerk, okay. Genau. Ja. Da sind wir auch in den Gesprächen, dass wir dort jetzt ein neues Zuhause finden und da was aufbauen können. Okay. Das ist ja auch sehr schön, das knüpft wieder an den Satz an. Also da, wo früher die Autos gebaut worden sind, ganz klassisch, gibt's jetzt dann jetzt so ein neues Konzept reinkommen. Genau, gibt auch neue Mobilität. Ja. Okay. Und aber auch nochmal der Punkt mit der Definition, Mobilitätsdefinition. Das heißt nicht nur Auto, es kann ja auch Fahrrad und dergleichen bedeuten. Und da möchte ich auch nochmal das Hermanns Rathaus nennen, mit dem wir jetzt eine lokale Kooperation eingegangen sind, um die Lastenräder und die Fahrräder fürs Bike-Sharing, was wir anbieten, zu machen. Also es sind viele, viele Akteure und man in den Gesprächen rennt man offene Türen ein. Mhm. Ja, man sagt, ja, wir wollen was und wir wollen vor allem was für Rüsselsheim machen. Aus Rüsselsheim für Rüsselsheim. Das hört man immer gern. Ja.
Vielleicht mal einen ganz aktuellen Bezug. Stellantis Opel verkauft ja jetzt große Flächen. Das ist natürlich alles noch ganz weit in der Zukunft, was da passiert. Die Stadt hat da mitgeboten, das hat leider nicht geklappt, aber da wird sich ja irgendwas tun. Blickt man da auch mal so ein bisschen in diese Richtung? Wie nimmst du das wahr? Ich meine, das ist wahrscheinlich noch ganz weit weg für viele von uns, ja, wir als Politik vielleicht ein bisschen näher dran. Aber wie nimmst du sowas wahr? Ich sehe es als Chance, wenn ich ehrlich bin, Jens. Also es ist ja auch viel darüber gesprochen worden, aus können so ein Vakuum entstehen, wo fällt sich zurück, wie fühlt man jetzt das Ganze? Aber ich glaube, von dem, was ich mitbekomme, von diesem Moment, was ich gerade gesprochen habe, kann das eine absolute Chance für Rüsselsheim sein, dass man wegkommt. Was ist eigentlich Rüsselsheim? Oder wenn man, was ich gemeint habe, wenn ich mit jemandem spreche, der Rüsselsheim nicht kennt, Opelstadt. Vielleicht schaffen wir es, dass man sagt, es ist nicht nur Opelstadt, sondern es kann mehr sein. Es kann eine Innovationsstadt sein. Es kann eine Stadt, eine Umweltstadt sein. Mhm. Wir haben hier ein großes Potenzial und Möglichkeiten. Und woran ich auch gerade bin, sehr eng mit dem Gewerbeverein und anderen innovativen Köpfen, die jetzt noch kein Unternehmen gegründet haben, aber die in die Richtung gehen, ein Innovationszentrum aufzubauen. Mhm. Genau auf dieser Fläche und zu sagen, hier siedeln wir ein Zentrum an für Gründerinnen und Gründer, die sich verwirklichen. Das ist eine tolle Idee. Super. Genau. Das hört sich sehr spannend an. Ja. Heißt Rakete, wenn man den Namen noch mal schon mal platzieren kann. Ja, mit Rakete, das ist ja, geht ja bei uns in Rüsselsheim gut. Rack 1, Rack 2, ja, ist auch nochmal ein schöner historischer Bezug. Was eigentlich auch wieder ein super Übergang ist. Ich will nochmal über die weichen Standortfaktor reden, aber auch, man muss ja immer wissen, wo kommt man her als Stadt, wo geht man hin? Wir sind geprägt, sozusagen, durch die Industriekultur. Nimmst du das auch wahr, so in einer Stadt zu leben, wo es dieses historische Ensemble des Opel-Altwerks gibt, wo es die Opel-Rennbahn gibt, ja, wo viele Rüsselsheimer einen Ausflug hinmachen, ja, war jetzt auch wieder ganz aktuell in den Medien, ja, eine ganz tolle Geschichte. Was spielt das für dich eine Rolle, diese sogenannten weichen Standortfaktoren, Stichwort Industriekultur? Merkt man auf jeden Fall. Mhm. Also Industriekultur, also es ist in den Rüsselsheimern drin, so dieses weiches Macher, ne? So wir sind Macher, wir wollen irgendwas anpacken und vielleicht auch teilweise ein bisschen rauer so im Umgang, aber doch herzlich. Mhm. Das merkt man auf jeden Fall. Und es ist auch nicht, also eine weiche Standardfaktoren Kultur, wenn man da nochmal drauf blickt, finde ich, müssen wir uns auch nicht verstecken als Rüsselsheim. Wir haben tolle kulturelle Angebote, die ich auch in dieses Innovationszentrum mit reinbringen möchte, die ich auch bei Carré mit reinbringen. Bei diesen Einführungsveranstaltungen haben wir gelernt, und wenn man auch ehrlich ist, Hand aufs Herz, ne, wenn man jetzt so einen Flyer im Briefkasten hat, da steht drauf Infoabend. Ja, klar. Das ist vielleicht so, gerade nach einem langen Arbeitstag. Wir wollen da ein Erlebnis draus machen. Okay. Mit Kulturangeboten vor Ort, dass man Musiker vielleicht mal einlädt, oder haben wir auch schon eingeladen. Und das Ganze auch mal ausprobieren kann, ne? Mit Probierangeboten, Ausprobierparcours, genau. Und wenn wir nochmal jetzt zu der Kultur grundsätzlich zurückkommen, mit dem Sam haben wir einen tollen lokalen. Sam Kayari, ja. Genau, lokalen Künstler, der auch sich einbringt in die Gesellschaft und was voranbringen will. Mit dem Rind nochmal Kulturzentrum, da kann viel gemacht werden, wo wir auch in Kooperationsgesprächen stehen, dass man diese Zahnräder ineinander greifen lässt. Ja, und über Kultur vielleicht auch dann Mobilitätsthemen platzieren kann. Ne? Dass das diese Symbiose wieder schafft, dass das nicht so ein Infoflyer ist, der im Briefkasten ist, wo man jetzt vielleicht so, ach ja gut, finde ich spannend, aber nicht heute Abend, da bin ich lieber auf der Couch, sondern es ist ein Erlebnis, man hat... Soll Spaß machen. Es muss Spaß machen. Und gilt übrigens auch für die Politik, ich sage immer 80% Spaß, 20%... Doch, 80% Spaß, 20% Politik, weil du musst die Leute ja auch mal für Politik begeistern, das ist eigentlich nicht so weit weg. Ja. Ich habe jetzt eine letzte Frage, aber vorher noch haben wir irgendwas Wichtiges vergessen. Wir haben jetzt wirklich viele Felder gestreift. Fällt dir noch was ein, was wir ansprechen sollten, müssen, was du sagen willst? Vielleicht so als Aufruf, wenn jemand mal neue Mobilität ausprobieren möchte, gerne, ich nutze das jetzt einfach mal jetzt, gell? Das ist halt so. Ja. Gerne, gerne zu diesen Einführungsveranstaltungen kommen und einfach Fragen stellen. Oder? Genau. So, jetzt die Schlussfrage. Einmal als Privatperson, wenn du das drängen kannst, und einmal als Unternehmerin, wie sieht Rüsselsheim in 10 Jahren aus? Oh, gute Frage. Ja. Ich kann es, also Privatpersonen und Unternehmen vielleicht nicht so ganz trennen, weil, was du gerade gesagt hast, mit 80%, 20%, ne? Ich brenne für das Thema, ja. Das ist,
das will ich vorantreiben. Ich glaube an das Thema und deswegen wünsche ich mir für Rüsselsheim in 10 Jahren, dass es angekommen ist, dass wir eine nachhaltige Mobilität in den verschiedenen Quartieren haben, die nicht bedeutet, ich verzichte jetzt auf ein altes Mobilitätsverhalten, sondern du hast die kurzen Wege, du kannst nachhaltige Mobilität nutzen. Und wie es wir geschafft haben, der Opel-Stadt Rüsselsheim, ohne Opel jetzt, das Opel wird immer ein Teil von Rüsselsheim sein. Das ist unsere Geschichte, ja. Genau, das sind wir. Aber nicht nur auf Opel zu reduzieren, sondern zu sagen, wir haben der Rüsselsheimer Stadt eine neue Identität gegeben, die frisch ist, die innovativ ist, die nachhaltig ist. Das und der Opel-Autostadt zur Mobilitätsstadt. Zur Mobilitätsstadt, ja. Ganz genau. Du hast schöne Schlussworte gefunden, wunderbar. Danke. Also ich sage dir ganz herzlichen Dank. Das war auch für mich sehr interessant, muss ich sagen, wie du da die Dinge siehst. Als junger Mensch, als Unternehmerin, ganz toll. So habe ich mir echt auch vorgestellt, ja. Dass man da so eine Rückmeldung bekommt. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Unternehmen. Ich hoffe, dass wir uns noch oft begegnen als Kommunalpolitiker, du als Unternehmerin. Ich glaube, dass die Politik in Rüsselsheim sowas sehr, sehr gerne unterstützt. Dass du das Ganze toll findest. Ja. Braucht man ja gelegentlich auch manchmal, ja, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Das finde ich ganz toll. Vielen, vielen Dank, Franziska. Danke dir. Ja. Vielen, vielen Dank, Achim Weidner, für die Technik, um das alles hier so technisch auch zu gestalten. Ich hoffe für die Zuschauer und Zuhörer, dass es interessant war. Und demnächst geht es weiter. Und es geht mit Frauen weiter, mit Unternehmerinnen. Ich weiß nicht warum, aber die nächste wird sehr wahrscheinlich auch eine Frau sein. Lassen Sie sich überraschen. Vielen Dank.